Hallo zusammen, ich habe hier einen neuen Opel Vivaro. Dem haben wir eingebaut einen Ladebooster, eine 100 Ampere Lithium-Batterie, 1500 Watt Wechselrichter und eine Kühlbox. Wir schauen uns jetzt das im Detail an. Ja, wir sehen hier selten wieder mal so ein großer Motorraum gesehen. Hier könnte man bald reinsitzen. Aber wir haben hier weg ein 16 Quadrat Kabel mit einer fliegenden Sicherung für den Ladebooster. Das geht dann hinten durch die Abdeckung hier bis zum Ladebooster. Hier seht ihr, hier ist ein WCS-Ladebooster auf dem Kopf. Und hier unterm Sitz, also hier kommt der Sitz drauf. Bedingung war, alles unter den Sitz zu montieren. Eine 100 Ampere Lithium-Batterie. Ja, hier vorne an der Batterie sitzt der Wechselrichter. Wir haben hier zwei Steckdosen. Mal schauen, ob ich hier besser dazu komme. Also hier sieht man jetzt den Wechselrichter, die zwei Steckdosen, Schalter, ist halt alles sehr eng, aber man kommt an die zwei Steckdosen hin. Man könnte auch hier mit dem Verlängerungskabel arbeiten. Also der Einbau hier relativ eng in diesem Fahrzeug. Hier ist natürlich das Anglerherz, Fliegenfischen, und hier kommt eine Kühlbox. Ob die dann definitiv hier steht oder irgendwo anders, das Kabel ist aber direkt hier weggezogen vorne auf die Batterie. Ja, das ist dieser Opel Vivaro. Hier brauche ich effektiv einen Ladebooster, sonst kann ich die zweite Lithium-Batterie nicht laden. Hier macht also die Spannung, geht ins Loch runter bis auf 12 Volt. Mit 25 Ampere habe ich in 4 Stunden geladen, oder nicht ganz 4 Stunden. Und so habe ich eine Kapazität von 2 Stunden, 2 Tagen kann ich mit dieser Kühlbox also dann locker stehen. Und eben der Wechselrichter mit 1500 Watt, um eine Kaffeemaschine betreiben. Da ist noch nicht ganz klar, was da alles kommt. Ich mache euch hier ein Video über das Kaffeemaschinenbetreiben. Hier über die Kühlbox B30, die wir heute vorher gesehen haben im Video. Hier den WCS Ladebooster, den 30 Ampere. Und hier ein Video über die 100 Ampere Lithium-Batterie. Ich wünsche euch einen schönen Tag.